Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feinde Button. Ich bin gespannt, wie viele Buttons ich dieses Mal finden werde, weil ich bin vor 18 Minuten oder sogar noch eher aufgestanden. So, ich würde sagen, wir spielen zuerst mal wieder den täglichen Modus. Oh. Ja gut, ist aber machbar. Ja, wir sind in dem Bienenstock. Oh. Das ist jetzt schwerer. So, ist hier irgendwo ein Button? Irgendwo? Nein. Mist. Hier. Hier hinten vielleicht. Oder vielleicht auch einfach da. Okay, Eieiei. Naja, gut, vielleicht. Bestimmt da oben, oder? Der Button ist doch bestimmt. Warum war der gerade? Hä? Es kann sein, dass das andere Spieler sind. Genau, das sind andere Spieler. Ja, weil die sehen wir ja nicht, weil die sind, glaube ich, in einem anderen Raum, oder? Genau, ich hatte... Nee, daran lag's. Ich hab's abgestellt, also andere Spieler können wir nicht sehen. Weil das ist ja sonst blöd. Wenn die den Button finden, dann sehen... Dann sehe ich die ja direkt auch. Das ist ja dann blöd. Und deswegen... läuft das so. Cool, nix. Also ich muss sagen, die Map hier ist ein bisschen schwerer. Also so wie es aussieht, es hilft nichts. Wir müssen auf die Bäume klettern. Oder diese Nachrichten kommen von hier und sind irgendwie von einem Computer. So, als Irreführung. Das kann sein. Oh, Mist, jetzt bin ich hier wieder runtergedonnert. So, hä? Wie muss der doch sein? Vielleicht hab ich hier drüben schon bei den Bäumen richtig nachgeguckt. Nee, ja. Oh, der Baum hier, der ist nicht wirklich tief. Also hoch, der Baum hier, der ist hier unten. Da ist doch bestimmt der Button. Der Button ist da bestimmt. Oder auch nicht. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher. Also mich interessiert das jetzt mal wirklich. Wo ist dieser blöde Button? Wo? Ich finde den halt einfach wirklich nicht. Wir sitzen jetzt, glaube ich, schon seit 2-3 Minuten an dieser Map. Und ich finde nichts.
Hier dran? Nee, das ist irgendwie. Aber das. Aber das Ding ja existiert, ne? Also da kann man nicht dran hüpfen. Vielleicht hier unter den Blättern. Also hier unter diesen. Das könnte natürlich sein. Ne, die sind nach innen gewölbt. Ah. Oder? Warte, hier bei dem Ding? Nee. Das ist doch blöd. Hä, wo ist denn der? Also ich habe da jetzt eigentlich schon jedes Versteck durch. Ich komme hier nicht mehr weiter. Ist hier vielleicht ein so ein Lichter-Button? Nee. Lichter können, glaube ich, kein Button sein, oder? Kann sein, dass das. Wenn jetzt hier eins von den Lichtern der Button ist, das wäre natürlich auch lustig. Nee. Sind sie aber nicht. Hey, hä? Hier ist nirgendwo ein Button. Warum nicht? Hat der Ersteller der Map vergessen, hier einen Button hinzumachen? Okay, also Leute, ich würde sagen, das wird nichts. Weil, das ist halt, also ich komme nicht weiter. Nun, das würde ich, und deswegen würde ich sagen, spielen wir was anderes. Orbi 2, wir hatten ja Orbi 1 schon gespielt. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach Orbi 2. So, oh, wir kommen, ach, hier kommt man hoch, okay. Und zwar ist das Ganze ganz einfach, hat eigentlich mehr mit OP zu tun, aber naja. Wir müssen dieses OP schaffen und dann ist am Ende des OPs irgendwo ein Button. Vorausgesetzt natürlich, man schafft es. Ja, hat eigentlich mehr mit Obi zu tun, aber na gut. Wobei nicht unbedingt Obi, eher Parcours. Nochmal dasselbe in Grau. Ja, also es ist ja in ungefähr dasselbe. Nee. Nein. 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 Nee. Nein. Nein. Es ist zwar möglich, aber es ist verdammt schwer. Ey, das ist irgendwie gerade blöd, ne? So. Mist, ich krieg's nicht hin. Solche Sprünge sind echt schlimm. Was kommt denn der? Nee. Nee, oh, ey. Leute, das schaffe ich auch nicht.
Das Problem ist, diese Sprünge sind verdammt schwer. Nun, das ist halt blöd. Oh ja. Ja. Nein! Oh, aber es geht. Ging eigentlich relativ einfach. Gut, an sich ja diese Sprünge, an sich sind die eigentlich, also es kommt drauf an, wie dick die Säulen sind. Oh, dieses Ding, das ist so dünn, dass du da so ein bisschen drin backst. Ne, das ist so ein bisschen buggy. Ich bin nicht nach hinten gesprungen, ich bin nach vorne. Seht ihr, das meine ich mit Buggy. Ja, das geht mir jetzt auch auf die Nerven. Das nervt. Ah, Mist, man muss weiter hintergehen. Ah, na, das ist jetzt natürlich eher blöd. So. Und so. Nein. Nein, denk nicht dran. Ah, ey, das gibt's doch nicht. Das nervt. Das nervt sehr. Nein. Nein. Es ist blöd. Es ist einfach nur blöd. So, aber jetzt ja, nein. Was war denn das? Aber es war nervig. Es ging mir an. Also ich glaube, das hier können wir auch vergessen. Das Problem, was mich halt am meisten stört, ist halt wirklich dieses Ding. Weil das so dünn ist, dass das so richtig buggy ist. So, okay. Das Problem ist halt bei den Sprüngen, dass man raus und dann auf der anderen Seite wieder rein muss. Das ist blöd. Aber zum Glück kommt es nicht am Ende. Das hatte ich beim ersten Obi, da kam das zum Schluss. Und jedes Mal, wenn du da runtergefallen bist, ja, durftest du den ganzen Parcours nochmal neu machen. Gut, war jetzt kein großartiger Parcours, war eher balancieren. Aber das hat mir auch schon gereicht. Wir hatten es fast. Aber das ist halt blöd bei der Leiter. Die Leiter ist nicht lang genug. Ey, echt jetzt? Wurde dieses Bobby oder dieser Parcours überhaupt schon mal gemacht? Na gut, was man nicht vergessen darf, es ist Parcours Teil 2, ne? Und das ist das Problem. Der zweite Teil ist natürlich viel schwerer als der erste. Aber nicht unmöglich.
Möglich. Ach komm Leute, echt. Ich krieg's nicht hin und das werde ich in den nächsten paar Minuten nicht. Hier erster Modus, das sieht doch gut aus. So, man kann durch Steine hüpfen. Ah. Okay, man wird teleportiert. Das mit dem Teleportieren ist auch echt praktisch, weil so sehen andere Spieler das nicht oder du, wenn die den Button haben. Also so kommt man gar nicht erst in Verführung. Es dreht sich hier irgendwie um Ostern. Habe ich das Gefühl. So. Ist kein Button. Ist hier außen einer? Im Chor? Ne, da ist auch nichts. Ne, Mist. Hätte aber sein können. Ah, vielleicht am Zaun. Ne, das gab's ja auch schon häufig, oder? Hat man das häufig? Also wir hatten es auf jeden Fall mal, dass es am Zaun war. Sogar eigentlich relativ sichtbar. Aber vielleicht hier an so einem Kaninchen dran. Nee. Ah ja, unten an der Leiste bestimmt. Hier an dieser. Ja, okay, auf der anderen Seite. Da ist nix. Unter das Ding, unter dem Ding hier vielleicht. Da kann nichts sein. Okay, vielleicht doch hier wieder bei den Karotten. Ja, kann ja sein. Ja gut. Das kann man schon mal übersehen. Okay, ich würde sagen, letzte Map für dieses Video. Ah, da, okay, gut, das ist schon schwer. Okay, und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Das war's, bis zum nächsten Mal und ciao.